Wir glauben, dass es wichtig ist, sich in Richtung Null-Emissionen zu bewegen. Wir sind überzeugt, dass wir die Dekarbonisierung von Transporten weiter vorantreiben müssen. Auf diesem Weg wird es nicht nur eine Lösung geben und wir müssen mit anderen zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein. Unser Ansatz basiert auf einer Drei-Säulen-Strategie. Wir setzen auf Brennstoffzellentechnologie, auf batteriebetriebene Lkw und auf Verbrennungsmotoren mit erneuerbaren Kraftstoffen. Diese Technologien werden sich gegenseitig ergänzen. Sie werden für verschiedene Arten von Anwendungen und in verschiedenen Teilen der Welt eingesetzt werden. Wir müssen uns von fossilen Brennstoffen und Energien lösen. Es gibt heute schon verschiedene Alternativen. Wir beginnen mit neuen flüssigen und gasförmigen Kraftstoffen wie HVO und Bio-LNG, die bereits heute verfügbar sind. Dazu kommen neue Kraftstoffe wie Wasserstoff, der auch aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Und natürlich wichtig, Elektrizität, sehr viel Elektrizität. Der erhöhte Strombedarf stammt aus erneuerbaren Energien. Es gibt also enormes Potenzial, von fossilen zu erneuerbaren Energien zu wechseln. Wir haben heute ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Wir wissen sehr gut, was heute, aber auch in Zukunft getan werden kann. Wichtig ist hier aber auch, dass wir genauso wissen, dass wir das alles nicht allein schaffen können. Wir müssen alle eng zusammenarbeiten. Mit unseren Kunden, mit deren Kunden, mit Energieunternehmen, mit Behörden und mit vielen verschiedenen Beteiligten, um erfolgreich zu sein. Wir glauben, Partnerschaft ist und wird die neue Form der Führung sein. Es geht nur gemeinsam auf dem Weg in Richtung Null-Emissionen.